Jetzt kommt mein erster Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er hat vor wenigen Tagen hier in Köln, in der Köln Arena, vor 14.000 Leuten bei der größten Comedy-Show Europas, vor 14.000 Leuten für Standing Ovations gesorgt. Er ist für mich der kommende Stern am Comedy-Himmel. Ich freue mich sehr auf meinen Gast. Rasselt aus für Özcan Kosa! Hallo, danke schön. Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön, Dankeschön. Für mich ist eine Ehre, heute hier zu sein. Wirklich, das ist der schönste Beruf, den du haben kannst. Comedian. Du stehst auf einer Bühne, die Leute applaudieren. Und manchmal erkennt man uns auf der Straße und das ist wunderschön. Die Leute erkennen dich, aber manchmal erwischen dich so Mach-mal-Typen. Und wenn die dich erwischen, dann hast du geschissen. Das sind solche Situationen. Hey, du bist doch der Comedian. Du so, ja, genau, genau. Mach mal, mach mal. Was denn? Mach mal Comedy. Der ist Comedian, der ist lustig. Mach mal, mach mal. Entschuldigen Sie, ich mach das nur mal auf der Bühne mit dem Mikro. Egal, komm, mach mal. Was, mach mal, mach mal. Ich gehe auch nicht auf der Straße zum Urologen und sag, mach mal, mach mal. Nur ganz kurz ein bisschen streicheln. Ich bin Privatpatient. Aber es ist so, das Ding ist, es ist ein harter Beruf. Du musst immer gut drauf sein. Weißt du, ich kann nicht schlecht gelaunt auf die Bühne kommen. Aber ich habe auch ein Privatleben, Leute. Ich bin auch verheiratet. Und die Sache, nein, ha, 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 ha. Nein, nein, hey, nein. So habe ich es nicht gemeint, so habe ich es nicht gemeint. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist glücklich, ich bin verheiratet. Und die Sache ist die schöne Zeit ist vorbei. Also diese Zeit ist vorbei. Leg du auf. Nein, leg du auf. Nein, leg du auf. Du Wichser. Diese Zeit ist vorbei und jetzt beginnt der Alltag. Aber ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Frau über alles, Leute. Meine Frau ist das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Ich liebe dich. Liebe. Hört ihr das? Das war nur das Klatschen zarter Frauenhände. Die Männer haben sich gerade gedacht, was geht bei dem Bastard, Alter? Ich liebe meine Frau. Auch ich liebe sie wirklich über alles. Aber dann, als meine Frau schwanger wurde. Ey, den Menschen, den du über alles liebst. Den Menschen, den du über alles liebst, trägt auf einmal dein Leben und ihr Leben in sich drin vereint. Weißt du, wie schön das ist? Weißt du, wie schön das ist, wenn sie so an dir vorbeiläuft, so. Das ist wunderschön. Auch die Geburt, Leute, die Geburt ist ein Wunder Gottes. Die Geburt ist ein Wunder Gottes und die Geburt meiner Tochter ging 36 Stunden. 36 Stunden und als Mann, du kannst nichts machen. Du stehst nur so da wie ein Opfer. Du kannst gar nichts machen. Ich war nur vom Rumstehen fertig, Leute. Nur vom 36 Stunden so. Und meine Frau neben mir, voll die Wehen, die so. Und ich so, du, ich bin auch müde. Inzwischen habe ich zwei Kinder. Und die sind da. Ja, die bleiben auch. Aber mit dem muss ich ja irgendwas machen. Mein Sohn ist 4 Monate alt. Aber der macht gar nichts. Der macht gar nichts. Die ersten 3 Monate nur Photosynthese zu Hause. So, so. Ja, da klatscht ihr. Danke, ja. Seht ihr? Der macht nichts und ist ein Star. Alle klatschen, ja, super. Der macht gar nichts, er schreit nur rum. Ah, kaum schreit er, ah, meine Frau gleich Brust. Ich sag, ah, nix. So läuft das jetzt bei uns. Aber nicht, dass ihr mich falsch versteht, Leute. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Kinder. Ich will denen auch irgendwann mal was bieten. Ich will meinen Sohn irgendwann auf die beste Hauptschule in ganz Deutschland schicken. Aber es ist so, weil diesen Stress, den muss ich hinter mir lassen. Und dann auf eine Bühne kommen und gut gelaunt sein. Eigentlich habe ich einen ganz anderen Traumberuf. Ich wollte eigentlich Balletttänzer werden. Das ist mein Traum, Leute. Aber kommt bei uns Türken nicht so gut an. Kein türkischer Vater freut sich, wenn sein Sohn mit einer Leggings nach Hause kommt. Kein türkischer Vater sagt, mein Sohn, wenn du groß bist, wirst du meine Leggings anziehen. Guck, an der Wand hängt die Leggings von deinem Urgroßvater Mahmud. Der war im Staatsballett im Osmanischen Reich. Ich war so traurig, Leute. Ich konnte meinen Traum nicht leben.
Ich habe dann irgendwann aus Verzweiflung mit Breakdance angefangen. Aber irgendwann hatte ich dann eine Idee. Ich habe mir gedacht, mein Vater, der weiß sowieso nicht, wie Ballett aussieht. Und wenn ich Breakdance und Ballett kombiniere, dann kann ich meinen Traum leben und alle anderen sind auch glücklich. Kannst du vielleicht was auf dem Klavier spielen so? Ja, so klaviertechnisch, Amelie von Amelie. Fabelhafte Welt der Amelie? Genau. Welches Lied? Das eine so, das, Amelie. Ach, das eine. Genau das. Genau so. Musik. Wenn ich mich verspiele, ist okay. Wir haben es nicht geübt, keine Ahnung, aber das war unfassbar, das war großartig. Dankeschön. Unglaublich, was war das? Wo kam das her? Woher kamst du das, Mann? Ja, das bisschen, ich glaube... Ich hab's ein bisschen verkackt, ich hab ein bisschen mich verspielt, das war jetzt live, nächstes Mal musst du mir das sagen, dann üben wir das, das war unfassbar, ey, das war, du bist ein Comedian, du kannst alles, du kannst singen, du kannst, das, wie nennt man diese Mischung, Breakdance und Ballett? Breakdance, das ist ja eigentlich Electric Boogie, Ballett und, ja, und schwäbische Folklore. Das waren's, ey, wenn du mit der Scheiße nach Finnland gehst, bring ich dich um, das ist mein, Finnland ist mein Land. Ey, Özcan Kosa, du bist unglaublich, du bist... Für mich der neue große Comedian am Comedy-Himmel. Guckt euch das Programm an, Old School, überall in Deutschland unterwegs. Und du kannst alles. Du bist Tänzer. Wir haben jetzt fast schon alles. Wir haben jetzt Ballett, wir haben Tanz gemacht, du hast was vorgetragen. Wir müssen eigentlich noch die letzte große kulturelle Ebene nehmen zusammen. Wir machen zusammen Theater. Gerne. Wir werden gleich hier zusammen das große Theater nochmal aufwärmen. Wirklich hier schön für unser junges Publikum, die alten Klassiker nochmal. Hier okay. Shakespeare. Ja. Shakespeare bei Luke die Woche und ich, Özcan und ich machen gleich Romeo und Julia.